Rhein-Main-Szene wird Ihnen präsentiert von Jim Beam. Feinster Kentucky Bourbon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhein-Main-Szene. Heute erfahrt ihr Modebegeisterten, was euch auf der Freibank Fashion Fair erwartet und ihr bekommt einen Einblick ins Pure Platinum, das dieses Wochenende wieder seine Pforten eröffnet hat. Und nachdem ich euch den Prinz Maximilian schon vorgestellt habe, lernt ihr jetzt auch mal den Adoptivbruder Prinz Markus Eberhard Edward von Anhalt kennen. Dem gehört nämlich der Table Dance Club. Jede Menge schöne, teure Autos und mittendrin natürlich der Prinz von Anhalt. Gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln kam die königliche Hoheit zur Eröffnung seines neuen Pure Platinums, das am Sonnabend prunkvoller, edler und im neuen Look seine Türen wieder aufmachte. Begleitet von Schaulustigen natürlich, die sich ein solches Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Es ist viel eleganter, viel luxuriöser, aber trotzdem auch für normale Menschen, die nicht so viel verdienen. Jeder kann sich das leisten, aber es hat richtig viel Glamour. Ich war jetzt sehr viel in Hollywood. Ich denke, sieht man schon an dem Schild hier von Las Vegas gecovert. Und ich denke, es hat viel mehr Glamour jetzt, weil ich habe es gelernt jetzt in Hollywood, wie es geht und will das hier versuchen umzusetzen. Ein bisschen Hollywood-Flair nach Frankfurt bringen. Was Prinz Markus Eberhard Edward von Anhalt zweifelsohne auch gelungen ist, neben der prickelnden Erotik seines Dance Table Clubs, kommt nun auch noch ein Güldenes in den Leben hinzu, wie auch modernste Technik. Insgesamt 50 Damen runden das glamouröse Flair ab. Keine Kosten und Mühen wurden gescheut, um eine Location mit dem gewissen Extra zu eröffnen, in dem sich die Gäste wohl und sicher fühlen inmitten der Tänzerinnen. Ein Club, der anmacht. Dass das hier ein ordentlich geführter Laden ist, dass man hier nicht das Anrüchige hat, was normal das Bahnhofsviertel früher gehabt hat. Es ist ein neues Flair in Frankfurt und da fühlt man sich wohl, da fühlt sich nicht bedroht. Ganz ehrlich, als bin selber Partyveranstalter und in Frankfurt gibt es keinen besseren Platz, um Partys zu machen, als das Platinum. Es gibt ja mittlerweile mehrere Table Dance Läden hier, aber Platinum ist immer noch das einzig Wahre. Also wir haben von der Party hier gehört so und ich muss echt sagen, so, das ist der sicherste Club, ganz ehrlich, Kaiserstraße Umgebung. Also das Reinkommen war ganz locker und das Publikum hier ist ganz locker. Dass es überhaupt zu diesem Laden gekommen ist, ist dem einzigartigen und wohl auch ungewöhnlichen Lebensverlauf des Prinzen zu verdanken. In jungen Jahren erlernte er auf Wunsch seines Vaters den Beruf des Metzgers und machte parallel dazu eine Ausbildung als Koch. Doch plötzlich kam alles anders und nun ist er reich und berühmt. Ich habe mal eine Prostituierte kennengelernt und in die habe ich mich verliebt. Und die hat mir dann so das Rotlichtmilieu gezeigt. Und da habe ich gedacht, na, hier kann man auch was verdienen. Habe da mein Glück versucht, habe mein Glück gefunden, bin so reich geworden. Oh, das finde ich klasse. Also ich meine, wenn er sich von sowas Kleinem hochgearbeitet hat und sowas Tolles eröffnet hat, dann soll man das definitiv schon mal gut heilen. Der Prinz von Anhalt ist ein Mann, der polarisiert. Er weiß aber auch, was er will. Nach diversen erfolgreichen Firmengründungen, zu der auch die Table Dance Club Kette Pure Platinum gehört, beschäftigt er sich seit seinem 35. Lebensjahr schon nur noch mit der Verwaltung seines Vermögens, genießt das Leben und reist als Jetsetter durch die Welt. Obwohl dekadent wirken, tritt Prinz Eberhard Edward von Anhalt stets freundlich auf und er pflegt die Beziehungen zu seinen Freunden und zu den Damen, die in seinen Läden angestellt sind. Er weiß halt, was wichtig ist und er weiß auch, was sich gehört. Wie ist es für den Prinzen zu tanzen? Geil. Einfach geil. Das ist der beste Chef, kann man je vorstellen. Ja, ich bin hierher gekommen, weil mich der Herr Prinz von Anhalt eingeladen hat. Und ich finde es ein wunderschönes Location hier. Es ist sehr großzügig, es ist sehr warm hier und ich finde es einfach toll. Ich bin eingeladen von Prinz Markus. Und wie gefällt es dir? Wie gefallen dir die Mädels? Super, einfach spitze. Und was genau magst du denn an dem Beruf?
was ich mag. Ich mag so lange. Ich weiß nicht, wo ich war klein, habe ich damit angefangen. Aber jetzt bin ich groß, mache ich immer noch. Kann ich nicht aufhören. Sie tanzen halt alle gerne für den Prinzen und der lässt sich gerne von den Damen begleiten und verwöhnen. Selten ist er ohne eine Frau an seiner Seite zu sehen. Es dürfen auch mal gerne mehrere zugleich sein. Doch kaum zu glauben, ist der Prinz auf der Suche nach einer festen Bindung. Nicht unbedingt jetzt gleich, doch so gerne er sein Single-Dasein auch genießt und meist auch auslebt, irgendwann soll es wieder nur noch eine einzige Frau neben ihm geben. Ja, ich war zweimal verliebt in meinem Leben. Einmal in eine Frau, wo ich 19 war, und dann, wo ich verheiratet war, in diese Frau. Und das hat leider nicht funktioniert, weil wir viel Pech gehabt haben zum Schluss. Und ich verliebe mich nicht so leicht. Und irgendwann, ich sage ja, alle guten Dinge sind drei, werde ich schon die dritte finden, die dann auch die endgültige ist. Aber ich habe ja auch immer die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl, die hatten alle Besucher bei der Wiedereröffnung des Pio Platinos. Die 50 Tänzerinnen heizten den Gästen so richtig ein, mit jeder Menge Akrobatik und viel nackter Haut. Es wurde getanzt bis in den frühen Morgen und so konnte das Fazit auch nur positiv ausfallen. Ich habe die Party nicht so gut vorgestellt, wie es heute wirklich ist. Schöne Mädels da, normale Menschen so. Es war gut Spaß hier heute. Ich finde, das war eine Bombeneröffnung. Und was mich am meisten fasziniert, wenn wir da hinten gucken, da ist so ein bisschen das Rotlichtmilieu. Hier sitzen so die Versicherungsvertreter, die Banker, mein Steuerberater. Und da vorne ist das ganze bunte Partyvolk. Alles mischt sich, alles harmoniert. Das finde ich einfach ganz toll. Ob Promi oder nicht, ob Arbeiter oder Vorstand, im Pio Platinum soll und kann sich jeder wohlfühlen. Der Gast ist König, das ist das Motto des Prinzen. Und so hatte denn auch die Eröffnung ihre royale Handschrift, die für allerhand Aufsehen sorgte. Im Pio Platinum wird zwar hauptsächlich Champagner getrunken, aber ich konnte gerade noch den Barkeeper Chaco überreden, dass er uns einen leckeren Whisky Sour mixt. Unser Cocktail der Woche ist dieses Mal ein Whisky Sour mit 4cl Bourbon. Sour. 2cl Pulco. Um es etwas zu versüßen, etwas Orangensaft. Das geschenkt. Und als Deko eine Cocktailkirsche. Der Cocktail der Woche noch einmal im Überblick. Der Whisky Sour. Zu ihm gehören 4 Zentiliter Jim Beam Bourbon Whisky, 2 Zentiliter Pulku Zitronensaft und etwas Orangensaft zum Versüßen. Das Ganze mit Eiswürfeln shaken, in das Glas abseihen und dekorieren, meist mit einer Kirsche. Unter allen Anrufern verlosen wir 5 Flaschen Canadian Club Whisky. 01379 69 3x die 0 5. So, meine Lieben, in der Pause habt ihr jetzt genug Zeit, um den Cocktail auch mal nachzumixen. Nach der Pause geht es dann weiter mit einem kleinen Vorgeschmack von der Freibank Fashion Fair. Also bleibt dran.